Affalterbach liegt ein paar Kilometer nördlich von Stuttgart, mitten in der schwäbischen Provinz. Und hier züchten brave Schwaben ihre bösen V8-Monster. AMG bietet für 11 Karosserievarianten V8 und V12 Motoren in den unterschiedlichsten Leistungskonfigurationen an. Handgefertigt, versteht sich. Alle AMG-Motoren sind Eigenentwicklungen. 60 bis 80 Stück kommen täglich in Affalterbach an. Die Blöcke werden bei Mercedes gegossen, aber dann sind sie wieder in ihrer Heimat, in den heiligen Hallen. 850 Leute arbeiten hier und die Königsdisziplin ist natürlich der Motorenbau. One man, one engine heißt es hier bei AMG oder auf Schwäbisch. Ein Mann, ein Motorle. Und ich könnte mir vorstellen, hier arbeitet man gern. Ja, hier arbeitet man sehr gerne. Also da bin ich sehr stolz drauf, dass ich hier arbeiten darf. Wie kitzelt ihr eigentlich all die PS aus diesen Motoren raus? Ja, unter anderem ist natürlich der großvolumige Motor die große Antwort darauf. Und sonst ganz kleine i-Tüpfelchen, die man irgendwo herauskitzelt, ob das steuerteilmäßig ist oder halt Nockenwellen. Die Drehzahl zum Beispiel. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr das alles dran schrauben. In einem AMG-Motor steckt eine ganze Menge Motorsport drin. Zum Beispiel die Kurbelwelle. Die ist über 20 Kilogramm schwer. Der ganze Motor wiegt übrigens 200 Kilogramm und macht damit ungefähr 12% des Autos aus. Hey, das ist bestes Handelgewicht. Dann würden sich unsere Fitness-Freaks richtig freuen über sowas. Haben wir noch eine Kurbelwelle? Die habe ich auch schon. Die ist schon drin. Die hat er schon drin. 6 Ausgleichsgewichte, 5 Lager und hier oben an den Hubzapfen kommen jeweils 2 Leichtlaufbläuel dran. Das ist wie in der DTM. Was soll ich jetzt machen? Die gehen wir jetzt zum nächsten Motor. Bei AMG hat kein Motor unter 360 PS. Es können aber auch 630 sein im SL65 AMG Black Label. Also, wer so viele PS anbietet, der muss auch ein bisschen an die Umwelt denken, finde ich. Also hat AMG beschlossen, bis 2012 30% CO2 einzusparen im Vergleich zu heute. Und auch der neue E63 AMG verbraucht auf 100 Kilometer 1,7 Liter weniger. Bevor so ein neuer 6,3 Liter V8 dann sparen darf, hat er aber vorher die Umwelt ordentlich versaut. Auf 1,25 Millionen Testkilometer hat er rund 158.000 Liter Sprit verbraucht und rund 370 Tonnen CO2 in die Umwelt gepustet. Dazu kommen noch die Versuche auf dem Prüfstand, rund 400 Stunden. Das Positive daran, die Gemeinde Affalterbach speist die Energie hier ins Stromnetz ein. Andere setzen auf Solarenergie, Affalterbach gibt Vollgas für Strom. Die höchste Weihe erhält ein AMG-Motor natürlich durch die Plakette. Nur wo Ricardo Beck draufsteht, ist auch Ricardo Beck drin. Hat sich eigentlich schon mal ein Kunde bei ihm beschwert? Nein, bei mir hat sich noch kein Kunde beschwert. Wenn man das so draufkleben würde? Das ist für uns nicht akzeptabel, nein. Und Angst muss auch kein AMG-Kunde haben. Er hat genauso die 2 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung wie bei Mercedes. Und dieser 63er ist schon mehrfach Engine of the Year, also Motor des Jahres in der großen Klasse geworden.